60. Ja. Wir haben Mannschaftsboss. Sind gut durchgekommen. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt hört man mich. Sorry, Leute da draußen. Wir hatten so eine schöne Einleitung. Ich hatte den Leon begrüßt und gesagt, dass wir eigentlich pünktlich gewesen wären, wenn ich nicht zu spät gekommen wäre. Jetzt hört ihr uns aber. Leon, 4 Jahre in Münster. Und vielleicht berichte doch mal ganz kurz aus dieser Zeit heraus. Dementsprechend hast du ja auch eigentlich alles so miterlebt und mitgemacht in dieser Zeit. Ist es so, dass das Umfeld dort vielleicht ein bisschen ruhiger zu betrachten ist als in Essen und dass das vielleicht jetzt auch am Ende des Tages den Unterschied ausmachen kann? Absolut. Ich denke, das Umfeld in Münster ist ziemlich viel ruhiger als in Essen. Aber auch gleichzeitig können die eine Gewalt darstellen in Sachen auch die Fans, weil die sind leicht zu begeistern, aber dementsprechend auch sehr, sehr kritisch. Und wenn man da dann in einen Flow drin ist und dann halt auch oben mitspielt und auch Punkte vorne hat, ist es schon ein Fundus, den sie haben. Natürlich sind die Fans bei Essen auch stark oder ziemlich viele, aber in Kombination mit dem ruhigen Umfeld, ist das schon eine gute Power, die sie da haben. Denke ich auch. Kommen wir aber auch gleich nochmal explizit darauf zu sprechen, denn Münster heute sehr, sehr souverän in Oberhausen. Das wird den ein oder anderen Essener natürlich jetzt draußen nicht so gefallen und ein bisschen auch stören. Kann man natürlich auch verstehen. Fangen wir aber mit dem Topic natürlich an, weil du jetzt hier auch heute zu Gast bist. Ihr habt heute 2:1 auf dem Tivoli in Aachen gewonnen. Jetzt hat man natürlich in der letzten Woche bzw. in den letzten 2 Wochen schon mitbekommen, oh, die spielen mal eben 1:1 gegen Rot-Weiß Essen. Die haben sich in der Rückrunde enorm verbessert und die haben sich auch kadertechnisch ganz anders aufgestellt seit der Rückrunde. Mit welchem Gefühl fährt man da hin? Sagt man sich ganz einfach, ja, okay, für uns ist die Saison jetzt am Ende des Tages noch nicht in der Meisterschaft explizit gelaufen, aber so richtig die Ambitionen nach oben, die können wir ja gar nicht mehr haben aufgrund der Punkte-Konstellation. Wie war es generell für dich heute am Tivoli? Also uns als Mannschaft war einfach bewusst, dass sie mit ziemlich viel Mentalität kommen werden und auch versuchen, die Emotionalität reinzubringen. Eventuell auch beabsichtigt, das Spiel ein bisschen unruhiger zu gestalten, vielleicht auch ein bisschen hitziger. Das war uns vorher bewusst. Wir waren gut eingestellt darauf und dementsprechend haben wir auch agiert. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Hatten dann so ab der 15. Minute bis ungefähr 30. Minute haben wir dann so ein bisschen uns von der Emotionalität anstecken lassen. Da wurde es ein bisschen unruhiger, haben auch das Gegentor bekommen. Aber im Endeffekt war es valider Sieg und haben das Ding ganz gut runtergespielt eigentlich. Kannst mich korrigieren, aber du bist in der Abwehr wiederzufinden und das war, glaube ich, auch auf der linken Seite. Ja, die linken Seite ist ein bisschen. Wir spielen ja in der Dreierkette und da bin ich der Mittelmann. Der Mittelmann. Ja. Mensch. Ja, dann übernimmst du noch in jungen Jahren trotzdem sogar noch mehr Verantwortung. Wie ist das so? Wie muss ich mir das vorstellen? Dirigierst du dann hinten heraus wirklich, siehst du das als so eine Stärke von dir an und sagst du auch, boah, vor so einer Kulisse, ich meine, du hast auch dritte Liga gespielt, also ist jetzt nichts Neues für dich,
Aber trotzdem macht es die Sache dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger oder wie würdest du die ganze Geschichte einschätzen? Du sprachst ja beispielsweise auch gerade von dem schwierigen Start beziehungsweise von der Kulisse. Also grundsätzlich natürlich muss ich dirigieren auf der Position, weil ich halt genau im Zentrum bin. Ich habe zu beiden Seiten am besten den Zugriff drauf. Natürlich ist dann das Wort, kommt nicht so weit, wenn die Kulisse ein bisschen stärker da ist. Sprich, da muss man schon ein bisschen lauter schreien, ein bisschen lauter rufen. Aber im Grunde genommen macht es einfach schon viel, viel mehr Spaß, vor größeren Fantruppen zu spielen, in solchen Stadien. Man muss auch dazu sagen, der Platz war überragend und das Wetter war top, also da konnte man sich überhaupt nicht beschweren. Jetzt habe ich vorhin entnehmen können, ihr habt es heute sehr, sehr clever gespielt. Ihr habt eure Konter ausgespielt, ihr seid überfallartig in den gegnerischen 16er eingedrungen, habt es wirklich sehr, sehr effektiv gespielt. Wie würdest du das aus deiner Sicht heute beschreiben? Ja, eigentlich genau ähnlich. Also wir haben von Anfang an hatten wir, wie gesagt, bis zur 15. Minute hatten wir das Spiel eigentlich im Griff. Wir haben es eigentlich auch gut gespielt. Wir haben uns ruhig sozusagen die Chancen erarbeitet. Dann ab 15. Minute bis zur 30. Serie kam halt ein kleiner Bruch da rein, weil dann kam auch ein bisschen Emotionalität von Aachen dazu. Die hatten auch ein, zwei Chancen. Aber im Endeffekt haben wir dann in der zweiten Halbzeit das gut verteidigt und dann halt auch Nadelstich nach vorne setzen können und dementsprechend dann halt auch das 2-1 gemacht. Ich wäre sogar mit dem 3-1 und 4-1 zufriedener, weil wir hätten die Chancen auch machen können müssen. Das kann jetzt jeder selber bewerten, aber wir hatten auf jeden Fall mehr Chancen. Aber du kannst ja schon daran entnehmen, hier wird sogar von dem verdienten Sieg für euch gesprochen von Aachen-Fans. Also ich grüße erstmal alle Leute da draußen, das haben wir bislang noch nicht getan. Der Peter Zimmermann, der Jonas Eickhoff, Aquisgrana 90 und wie sie alle heißen, also auch hier Aachen-Fans dabei, die schreiben, ja, ich als Aachener, ich muss sagen, das war dann trotzdem heute ein verdienter Sieg für den WSV. Und wir können ja mal nochmal der Reihe nach durchgehen. Ihr seid also, wo haben wir es hier, mit 1-0 durch Kevin Pires Rodriguez in Führung gegangen, habt relativ zeitnah danach in der 20. Minute schon den Ausgleich kassiert durch Bayric. Ärgert man sich dann besonders auf so einer Position wie bei dir jetzt? Wir sprachen ja gerade von Verantwortung übernehmen. Du gehst relativ früh in Führung. Und bekommst dann nachher ein 1-1, einmal die Geschichte und auf der anderen Seite die Frage, was ein vermeidbares Gegentor? Wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, weil jedes Tor irgendwie vermeidbar ist, aber jetzt mal so realistisch eingeschätzt? Im Grunde genommen ärgert mich jedes Gegentor. Ich sage auch immer vor dem Spiel, ich will zu null spielen, das ist natürlich klar, aber das ist so irgendwie so ein eingeschworenes Ding bei uns da hinten drin, dass wir uns immer einschwören, dass wir sagen, heute zu null. Wir haben auch eine ganz gute Abwehr bis jetzt in der Saison. Und zu dem Tor, natürlich ist das vermeidbar. Und gerade das Tor war mehrfach vermeidbar. Das war eine Fehlerkette. Wir haben offensiv einen Freistoß, kommen nicht gut ins Gegenpressing, sind ein bisschen unorganisiert. Natürlich auch, weil dann halt die klassischen Verteidiger vorne sind. Wir laufen dann so ein bisschen in den Konter rein und dann war es auch ein bisschen Ping-Pong. Der Ball wird durch den 16er geschlagen und wird von drei Leuten abgefälscht, bevor er dann bei dem Aachener an Fuß landet und er geht dann rein. Dementsprechend halt mehrfach verhinderbar, aber im Endeffekt ist wie die Mannschaft damit umgegangen ist, das ist entscheidend. Also wir haben dann einfach weitergespielt, haben weiter versucht, Fußball zu spielen, weiterhin nach vorne Druck aufgebaut und sind jetzt nicht in ein Loch gefallen. Und das ist halt entscheidend. Perfekt. Und dann nach der zweiten, oder nach der Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit, Philipp Aboagshi mit dem 2-1. Und das habt ihr euch am Ende des Tages nicht mehr nehmen lassen. Wir haben also jetzt hier auch gerade schon von einigen gehört, das war mehr als verdient unterm Strich. Was ist jetzt so die Marschroute für die letzten Spiele? Beziehungsweise gehen wir mal einen Schritt zurück. In 2 Wochen oder in 1,5 Wochen steht ja noch ein ganz besonderes Spiel an. Ich glaube, das wird man nicht von der Hand streichen können, dass es da für euch nochmal ein besonderes Spiel ist und vielleicht auch sogar nochmal wichtiger einzuschätzen ist als die restlichen Partien in der Liga. Ja, ich würde da gar nicht so einen Vergleich zwischenziehen. Also
für uns ist es jetzt halt wichtig, dass wir im Flow bleiben, dass wir die Spiele weiterhin gut bestreiten, dass wir weiterhin Fußball spielen, um dann halt auch gegen Essen bei 100% zu sein. Du kannst nicht von jetzt auf gleich umschalten. Können wir ja den Leuten noch mal eben ganz kurz erklären. Niederrhein-Pokal, Halbfinale, Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Essen in knapp anderthalb Wochen. Im Halbfinale, genau. Wir müssen einfach in diesem Flow bleiben, in dem wir gerade sind. Und natürlich wollen wir dann auch gegen Essen eine gute Partie spielen und auch weiterkommen. Ich denke, wir haben in der Saison klar zweimal gegen sie verloren, aber jetzt auch nicht ganz, ganz klar. Da haben immer nur Kleinigkeiten entschieden. Und ich denke, dass wir uns als Mannschaft das auch beweisen wollen, dass wir sie auch schlagen können. Definitiv, also das wird eine Partie sein. Können wir ja auch mal ein bisschen Werbung machen. Also alle, die uns hier auch bei Pottbolzer kennen, die wissen, wir haben einen sehr, sehr guten Draht zum Stefan Küster. Schöne Grüße gehen raus auf die Geschäftsstelle, an alle Leute, die dort im Umfeld arbeiten. Und es ist ja immer so ein bisschen, jetzt habt ihr heute vor 6.000 Fans am Tivoli gespielt. Es ist ja bei euch so ein bisschen schwierig jetzt so insgesamt mit der Euphorie, mit dem Umfeld. Ihr bespielt jetzt seit mehr als einem Jahr einen tollen Fußball, betreibt immer jede Woche Eigenwerbung. Aber so richtig der Funke springt noch nicht über auf die Stadt, auf die Leute. Leute, wenn ihr das jetzt hört und seht, spätestens, allerspätestens in anderthalb Wochen großes Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiß Essen. Macht die Hütte voll, unterstützt die Jungs, die haben es mehr als verdient. Und da geht es nochmal um alles, denn ihr habt ja gesehen, letzte Saison Niederrhein-Pokal-Sieg, danach DFB-Pokal zu Hause gegen den VfL Bochum. Also ich meine, Fußballherz, was willst du mehr? Also da sollte man auf jeden Fall zueinander stehen und hingehen und Gas geben. Genauso wie die Jungs es auf dem Feld tun. Absolut, sehe ich genauso. Ja, genau. Und danach wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Bier getrunken. Ja, also 2-1, toller Sieg heute. Für Aachen wird es dementsprechend natürlich jetzt sehr, sehr eng. Das werden wir gleich jetzt sehen, wenn wir über die Ergebnisse und über die Tabelle nachher noch sprechen. Wollen aber jetzt mal weiterspringen, denn du bist ja der perfekte Gast hier heute Abend. Obwohl du nicht in Oberhausen heute warst, wie soll das auch gehen, zeitgleich, kannst du ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, Oberhausen verliert zu Hause gegen Preußen Münster. Und da können wir eigentlich auch so ein bisschen den Vergleich ziehen. Denn ich war beispielsweise vor 2-3 Wochen im Stadion. Da haben die nämlich zu Hause gegen Essen gespielt. Und da haben die 1-1 gegen Rot-Weiß gespielt. Und es war eigentlich ein klasse Spiel, wo man hätte auch sagen müssen, ja, Rot-Weiß schon mit mehr Dominanz. Und da hätte man sich aus Oberhausener Sicht nicht beschweren können. Aber trotzdem haben die es im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gemacht. Und ja, auch im Vorfeld wurde ja jetzt alles aufgeboten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne? Also bei RWO im Stream beispielsweise heute sogar RWE-Kommentator. Also da wollte man richtig Brisanz und Feuer reinknallen. Am Ende des Tages eine sehr souveräne Nummer, zumindest aufgrund des Ergebnisses. 3-0. Ja, klar. Die Mannschaften sind, ich sage jetzt mal von den großen fünf, sind alle ziemlich auf Augenhöhe. Und das ist schon ein sehr, sehr klares Ergebnis für Münster. Ich habe es leider noch nicht sehen können, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich noch keine Zeit zu. Aber ich denke, dass Münster einfach in so einem Flow drin ist, dass denen momentan einfach ziemlich viel gelingt. Oberhausen eventuell nicht komplett präsent da war. Die kommen ja auch extrem über ihre Physis und auch über ihre Erfahrung. Das war vielleicht heute nicht ganz so da und deswegen ist es dann ja schon mal so, dass so eine Mannschaft wie Münster sie dann auch mal 3-0 schlägt. Wie würdest du, und das haben wir zwar auch jede Woche irgendwie so immer als Thema, ne? Was glaubst du, wer steigt auf und wer ist der Favorit und wer wird es machen, aber wenn wir nochmal vielleicht ins Detail gehen, wo würdest du sagen, hat vielleicht am Ende des Tages, und das ist jetzt wirklich eine Vielleicht-Geschichte, aber wo würdest du sagen, hat Preußen Münster am Ende des Tages dieses Quäntchen mehr als Rot-Weiß Essen im Kader? Ich will gar nicht auf die einzelnen Positionen eingehen. Ich denke, da nehmen die sich beide nicht viel. Also auf der einen Position gibt es dann vielleicht mal, hat Essen eine bessere Person oder einen besseren Spieler oder halt Münster auch eine andere Person. Ich denke, es ist immer entscheidend, wie funktioniert die Mannschaft zusammen und wie funktioniert das Konstrukt, Mannschaft eigentlich am besten. Und ich denke, da in diesem Zusammenspiel von den einzelnen Spielern, von den einzelnen Charakteren, von der Art und Weise, wie sie spielen,
Ist es, glaube ich, bei Münster ein bisschen homogener, so dass sie halt auch eine größere Stärke darstellen und dementsprechend dann halt auch gute Leistungen bringen können. Der Folge halber, Jules Schwadorf in der 20. Minute für Münster mit dem 1:0, dann Teklab in der 75. zum 2:0 und ich denke mal, das war schon mehr oder weniger so fast die Vorentscheidung. Und dann haben wir noch Dennis Bindemann mit dem 3:0 in der 80. Also ein sehr reifer, sehr dominanter, sehr selbstbewusster Auftritt von Preußen Münster. Und das haben wir auch die letzten Wochen immer thematisiert. Ich meine, es wurde sehr, sehr lange immer davon gesprochen, was für einen Kader Rot-Weiß Essen zur Verfügung hat. Wie unglaublich stark, wie groß und breit der besetzt ist. Wenn man aber sich die Mühe macht und heute mal auch wieder auf Preußen Münster schaut und dann sieht, dann hast du einen Verona Pulido auf der Bank, dann bringst du Bindemann, dann spielen Leute wie Scherder, Jindovian, Dahlke, Quadwo, die spielen gar nicht. Also da kann man am Ende des Tages, glaube ich, auch trotzdem von Qualität sprechen, oder? Ja, absolut. Also Von das ist großer, sorry, von großer Qualität sprechen. ja, also das ist, ich würde da auch gar nicht immer so einen großen Cut ziehen zwischen RWE, dass sie so einen riesen guten Kader haben und so einen Top-Kader haben. Natürlich haben die einen guten Kader, aber ich sag mal so, die anderen vier stehen denen eben nichts nach, beziehungsweise halt nicht so krass, wie es manchmal empfunden wird oder dargestellt wird. Und dementsprechend ist das für mich jetzt auch nicht so extrem überraschend, dass man da auf jeden Fall mithalten kann, beziehungsweise halt auch Münster auf eine gute Saison spielt. Gibt es da irgendwie so trotzdem hinter den Kulissen so ein Geheimrezept? Ich meine, da gibt es ja einige Spieler, die auch schon wirklich jetzt lange da sind. Du hast mit dem einen oder anderen mit Sicherheit auch zusammengespielt. Berichte mal so ein bisschen aus dem Umfeld des Vereins. Ist es wirklich so, dass da Ruhe herrscht, dass da Kontinuität angesagt wird? Also, ich meine, auch vorhin off-Topic haben wir noch mal uns unterhalten. Du hast halt wirklich das Gefühl, in Essen, Dennis Grote, Daniel Davari jetzt, dann der Böllerwurf, dann verlierst du unter der Woche mal in Aalen, also auch sportlich, dann knistern und knirscht es an jeder Ecke. Dann sagt Christian Neidhardt, oh, wenn ich nicht aufsteige, dann bin ich hier gescheitert, dann war es das für mich. Das sind wahrscheinlich auf der einen Seite viel zu viele Baustellen, die du dir auch zum Teil selber aufgemacht hast, und auf der anderen Seite diese münsterische Ruhe, diese Kontinuität. Ist das wirklich so, wie man jetzt darüber so pauschal spricht, oder gibt es dann irgendwie noch was anderes, was du berichten kannst? Ja, also ich denke mal so, oder ich sage mal so, in ruhigen Gewässern kannst du doch noch ein bisschen besser arbeiten. Ich denke, wenn du ein paar Störfeuer zwischendrin hast, ich mag die jetzt auch gar nicht bewerten, weil ich da auch gar nicht so drin stecke bei Essen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn das Umfeld ruhig ist, wenn die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann und sich fokussieren kann, ist das auf jeden Fall positiv für die Mannschaft und dementsprechend auch leichter auf dem Platz umzumünzen. Warum ist es damals für dich dort nicht weitergegangen? War das so rein deine Entscheidung, sich da nochmal ein bisschen zu verändern, oder woran lag das? Nö, das war rein meine Entscheidung. Also ich bin aus der Jugend damals hochgegangen, habe dann da 4 Jahre im Seniorenbereich gespielt und habe dann einfach mal gesagt, okay, ich möchte mal mein Zuhause vom Fußball ein bisschen verlassen, wo ich groß geworden bin und möchte mal ein bisschen raus in die Welt und habe mir dann ein bisschen was anderes angeschaut und deswegen, also ich bin auch gar nicht im Negativen da weg oder sonst was, ich komme gerne dahin zurück. Das merkt man auch, wenn ich da hinkomme, dass die Leute dann doch nochmal fröhlich sind mir gegenüber und deswegen, das war auf jeden Fall alles positiv. Schreiben auch gerade ganz viele Leute hier. Also bist ein super Typ, kommst sehr sympathisch rüber. Von daher kann ich auch nur so unterschreiben und Danke. auch so weitergeben. Genau, kannst du alle grüßen, genau. Ja, zusammengefasst. Also, Rot-Weiß Essen gewinnt am Freitagabend schon bei den Sportfreunden in Lotte, die dadurch jetzt auch abgestiegen sind. Also 3:0 gewinnt RWE sehr, sehr souverän, kann man auch dort sagen. Haben vor der Halbzeit schon alles klar gemacht, den Deckel drauf gemacht. Lotte mit relativ wenig Gegenwehr. Ich meine, wie kann man das auch den Leuten dort verdenken? Ich denke mal, das war auch schon vor ein, zwei Wochen fast klar, dass man dort das Ganze nicht mehr drehen kann. Dann verliert Wegbeck B gestern zu Hause gegen Aalen. Das tut natürlich besonders weh, wenn wir jetzt gleich auf die Tabelle schauen für die Kollegen aus Beek. Dann haben wir den Bonner SC, der 0:1 gegen Rödinghausen verliert. Sollte man sich jetzt auch nicht zu viele Ausrutscher noch erlauben in Bonn. SV Lippstadt verliert oder unterliegt dem FC Schalke mit 0:1. Der KFC Uerdingen nach 4 oder 5 Jahren Abstinenz in der Grotenburg
Ich war gestern da, konnte mir das Spiel anschauen aus nächster Nähe. Da haben wir jetzt gleich noch ein Interview, wo wir gleich mal reinhören wollen von Jan Wellers vom VfB Homberg. Die gewinnen nämlich 4:0 in der Grotenburg und es war eine absolute Machtdominanz des Tabellenletzten. Also Wahnsinn, das hätte auch gut und gerne 6, 7, 8-0 ausgehen können. Wahrscheinlich die Uerdinger so ein bisschen geflasht von der Kulisse oder aber auch von dem ja, besiegelten Abstieg. Von daher 0:4 für die Kollegen aus Homberg. Dann haben wir den SC Wienbrück, der gewinnt 3:1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die U23, U23 vom 1. FC Köln und die Mannschaft von Fortuna Köln trennen sich in einem Derby 2:2 unentschieden. Borussia Mönchengladbach gewinnt 2:1 gegen Strahlen, die den Abwärtstrend weiter fortsetzen. Und daraufhin haben wir auch schon wochenlang hingewiesen, dass es jetzt eine ganz, ganz enge Kiste wird für die Kollegen aus Strahlen. Und dann, wie gerade angesprochen, die Partien Oberhausen verliert 0:3 gegen Preußen Münster im absoluten Topspiel und ihr gewinnt auf dem Tivoli. Lieber Leon, 2:1 gegen Alemannia Aachen. Mit Blick auf die Tabelle, wo wir jetzt mal schauen wollen, stellen wir fest, Preußen Münster aktuell mit 80 Punkten und 45 Toren in der Differenz auf Tabellenplatz 1, gefolgt von Rot-Weiß Essen mit 78 Punkten, dahinter auf Tabellenrang 3 der Wuppertaler SV mit 37 Differenz und Oberhausen mit 69. Da stellt sich ja jetzt schon die Frage. Man war eigentlich, und da war ich bei dem Spiel auch zu Gast, in Essen an der Hafenstraße, wo ihr 2:1 verloren habt, wo es am Ende nicht ganz gereicht hat, wo man das auch wirklich so feststellen musste, oh, die erste Halbzeit so ein bisschen Nervosität, ein bisschen nicht so richtig reingefunden, dann ist der Plan nicht aufgegangen, dann musstet ihr in der Abwehr schon relativ schnell wechseln, da weiß ich, glaube ich, noch, da wurde Berisha ausgewechselt. Weiß nicht, insgesamt so passte an diesem Tag, ist ja auch kein Problem. In der zweiten Halbzeit eine tolle Reaktion gezeigt, hätte man mit Sicherheit noch ein bisschen mehr nachlegen können, aber nach dem Spiel hatte man so das Gefühl, oh, ich glaube, es waren 7 Punkte, das Ding ist jetzt für den Wuppertaler SV entschieden. Wenn ich jetzt mal die letzten 2 Monate betrachte, mit dem einen oder anderen Heimspiel, ich meine ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. So 2 Spiele und 6 Punkte mehr, was machbar gewesen wäre bei dem Programm, dann wärt ihr jetzt komplett oben noch dabei. Ja, klar, absolut. Ich denke auch, wenn man nochmal 2 Wochen nach Essen ein bisschen schaut, da haben dann alle gesagt, boah, wir sind in der Krise und sowas, weil wir dann auch gegen Fortuna Einzel verloren haben. Aber im Endeffekt waren wir dann nur einen Punkt hinter der Hinserie zu dem Zeitpunkt. Aber im Grunde genommen, natürlich, wenn man jetzt die ersten paar Wochen von der Rückserie, die es ja eigentlich nur durch zeitliche Begrenzung ist, weil man spielt ja 2 Spiele schon vorher, ist es vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen, natürlich, aber in der Hinserie hatten wir auch Spiele. Ich erinnere an Lippstadt, wo wir dann in den letzten 5 Minuten 2 Tore kassieren, 2-2 spielen gegen Rödinghausen, kassieren wir vom Torwart ein Tor per Kopfball nach einer Standardsituation. Und wenn man dann die 4 Punkte, die man dann in dem Sinne dann auch schon da liegen lässt, auch dazu zählt, dann ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber im Grunde genommen, wir hatten auch 1, 2 Spiele, wo wir dann ein bisschen glücklich gewonnen haben, wo der Ball dann rausspringt vom Pfosten oder sonst was. Aber im Endeffekt, natürlich kann man da sehen, dass wir auch schon oben mitspielen können. Aus irgendwelchen Gründen auch immer hat es nicht ganz geklappt. Wir waren vielleicht bei ein paar Spielen nicht zu 100% da. Und im Endeffekt, das ist halt das Entscheidende. Ich bin halt der Meinung, wenn man über die größere Zeit an die 100% während der 90 Minuten drankommt, ist es eigentlich egal, wer gegenübersteht. Ob es Essen ist, ob es Wegberg Beek ist, es ist entscheidend, wie lange man an diese 100% Leistungsfähigkeit rankommt. Und dementsprechend hat es bei uns noch nicht ganz so funktioniert, dass wir ganz oben anklopfen konnten. Ich glaube, es ja, also hört sich jetzt immer ein bisschen unglücklich an, aber die Möglichkeiten in den nächsten 1, 2 Jahren sind ja auch trotzdem gegeben. Ihr habt eine tolle Mannschaft zusammen. Ich glaube, es wurde immer punktuell, wurde sich dort verstärkt und ich glaube, es wäre auch ein bisschen vermessen gewesen, jetzt unbedingt diese Saison schon aufsteigen zu wollen. Gut, Keiner hätte sich dagegen wehrt, mit Sicherheit nicht. Die Möglichkeiten sind da. Aber es war ja so, dass man jetzt auch mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen muss und einfach feststellen musste, ja, vor 2, 3 Jahren, da befand sich der Wuppertaler SV eher so im unteren Tabellendrittel.
Und wenn man jetzt sieht, welche Entwicklung das Ganze genommen hat, nochmal, ihr habt alle Möglichkeiten im Niederrhein-Pokal, um vielleicht nochmal DFB-Pokal zu spielen. Dann habt ihr nächste Saison wahrscheinlich wieder die Möglichkeit, auch oben sofort anzugreifen. Also es ist ja insgesamt so eine tolle Entwicklung, die man einfach mal festhalten muss. Das Ganze übrigens auch immer bei jedem Heimspiel bei der Firma Stage zu sehen. So viel mal hier in eigener Sache. Aber, genau, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, halten wir mal fest, im Abstiegskampf befinden sich derzeit aber auch einige Teams. Ich denke mal, da machen wir kein Geheimnis draus, wenn wir sagen, Lippstadt, Bonn, Strahlen, Aachen, das wird so ein Vierkampf um eine Position. Ich will die Kollegen von Wigbert Beek noch nicht abschreiben, ich will auch Schalke noch nicht komplett rausnehmen aus der Verlosung, aber auf den ersten Blick erscheint es so, als ob der SV Lippstadt, der Bonner SC und der SV Strahlen enorm großen Druck jetzt gerade bekommen. Wie würdest du die Geschichte dort unten einschätzen? Also Aachen, die ja gefühlt schon seit Anfang der Saison sich dort unten befinden, die jetzt aber immer mal wieder auch aufatmen ließen, immer wieder Ausrufezeichen setzen konnten und wo man das Gefühl hat, und das ist ja auch immer so das Thema, was beim Fußball mit rumschwirrt, die sind vielleicht ein bisschen frischer in der Birne, die haben sich schon länger damit befasst. Dagegen hast du so Mannschaften wie Lippstadt und Strahlen, die sind jetzt in den letzten Wochen so still und klammheimlich da unten reingerutscht. Die waren am Anfang sogar teilweise oben mit dabei und sind jetzt von Woche zu Woche immer tiefer reingerutscht. Absolut, ja. Das Momentum ist vielleicht ein bisschen eher bei Aachen. Wie du schon sagst, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, nach oben zu klettern, als wenn man runterrutscht, zu bremsen. Ja, ich denke einfach, da kommt es jetzt auf Kleinigkeiten drauf an. Ich meine, Lippstadt ist ein bezeichnendes Beispiel dafür. Die waren in der Hinserie eine ganz andere Mannschaft als in der Rückserie. In der Hinserie waren die brutal eklig, haben auch sehr guten Fußball gespielt. Und in der Rückserie jetzt gegen uns, das war kaum Gegenwehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin nicht in der Mannschaft drin. Ich kann das nur so von außen betrachten, dass sie schon ein bisschen abgerutscht sind. Und ich bin gespannt, wen es dann am Ende trifft. Ne? Definitiv. Und dann halten wir fest, wie auch gerade schon angesprochen, Lotte, Uerdingen und Homberg jetzt definitiv abgestiegen. Und zumindest kann man in Uerdingen und Homberg das gestrige Fußballfest, so würde ich es mal bezeichnen, in der Grotenburg mitnehmen in die neue Saison. Das war also ein ganz toller Rahmen. Kann ich nur aus nächster Nähe davon berichten. Ja, jetzt haben wir hier, wie jede Woche, die Kategorie Spieler der Woche. Und immer werden eigentlich hier ein paar vorgeschlagen. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, liebe Leute, ob ihr da den einen oder anderen habt. Hast du jemanden, außer dir vielleicht, den du hier mit reinnehmen würdest oder beschreiben würdest? Nochmal, ich habe das Spiel heute in Aachen nicht gesehen, aber war vielleicht da irgendwie was spielentscheidend dabei aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht für die Weichenstellung deiner Mannschaft, oder bist du da eher neutral und kannst vielleicht irgendwie was anderes mitgeben? Hier schreibt schon jetzt einer, Google-Konto, auch cooler Name übrigens, Henrock T-Club. Mit Sicherheit einer, ne? Also der hat heute zum Beispiel auch die Weichen auf Sieg gestellt in Oberhausen. Ja, mit Sicherheit. Ist jetzt noch ein bisschen schwer für mich zu bewerten, weil ich das Spiel zum Beispiel, wie gesagt, nicht gesehen habe. Bei uns war Abou Adjei, der hat ein unfassbares Tor gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei Tor des Monats reinkommt. Das war wirklich unfassbar, das konnte ich gar nicht glauben. Sagen wir mal Abou Adjei, weil das gönne ich dem kleinen Jungen mal. Ja. Nach dem Tor. Von daher sage ich Ihnen einfach. Dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir, weil die Leute hier reinschreiben, Henok T-Club, dann nehmen wir Abou Adjei, wie du gerade sagtest. Können wir uns alle mit Sicherheit irgendwo nochmal, guckt einfach mal hin und wieder mal bei YouTube, da ist mit Sicherheit das ein oder andere Tor dabei. Und dann schreibt der Jonas beispielsweise auch Easy Young. Denn das Tor, was er am Freitag erzielt hat, das war auch erste Sahne. Also da hat er sich wie gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen hat er nochmal das Tor des Monats erzielt? Also er hat ja auch das Tor des Monats, ich glaube, Februar erzielt für Rot-Weiß Essen. Und wieder hatte man so das Gefühl, ist ein ähnliches Ding. Nimmt den Ball ab der Mittellinie, läuft durch, schlägt einen Haken und zieht dann ins rechte untere Eck ein. Also das war ein ganz tolles Tor auch von Easy Young, ganz toller Spieler. Also die drei würden wir einfach mal reinnehmen und dann stellen wir die nachher oder morgen bei Instagram rein und dann habt ihr, liebe Leute, die Möglichkeit, dort abzustimmen. Vergesst also auch nicht, dementsprechend unseren Kanal zu abonnieren.
Ja, lieber Leon, das war es dann am Ende des Tages auch schon. Kurz und knapp hier 30 Minuten, so soll es jeden Sonntagabend sein. Vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise. Der Colonel Walter E. Kurz, auch geiler Name, fragt aber noch, unabhängig jetzt von deinem Vertrag, wie sieht denn so eine Rückkehr zu Preußen Münster aus oder beziehungsweise gibt es nochmal für dich auch den Ansporn? Ich meine, du bist ja im besten Fußballalter. Und unabhängig davon, dass es in Wuppertal jetzt gerade ein ganz, ganz tolles Projekt gibt, beziehungsweise insgesamt der Verein auf dem Aufschwung ist, das haben wir gerade thematisiert. Wo sehen wir dich in der Zukunft? Bei Wuppertal, ganz klar. Fühlt sich Nee. wohl. Bitte? Fühlt sich wohl. Ey, ich fühle mich brutal wohl. Also, das ist jetzt auch nichts gegen Münster oder sowas. Ich komme da gerne hin, aber ich spiele halt auch gerne gegen sie. Ne? Von daher, nein, ich hab hier noch Vertrag. Ich fühle mich pudelwohl. Ich merke die Entwicklung, die im Verein ist und die auch weiter vorangetrieben wird. Dementsprechend freue ich mich, ein Teil davon zu sein. Und das ist erstmal für mich entscheidend. Dementsprechend, ich habe auch frisch verlängert vor geraumer Zeit. Dementsprechend bin ich bei Wuppertal. War es bei dir ein bisschen leichter als bei Manuel Neuer und Thomas Müller? Ja. Ob da jetzt noch 1 oder 2 Millionen bei denen drauf kommt, was sie da manchmal haben oder Ist nicht. Wahnsinn, ne? Ist Wahnsinn. Also Ja, ich meine. ich kann es nachvollziehen. Auch, also wenn man sagt, okay, ich will mir grundsätzlich irgendwie eine andere Herausforderung suchen, ich will nochmal nach Spanien oder, keine Ahnung, nach England oder sowas, kann ich das vollkommen nachvollziehen, aber irgendwie für 2, 3 Millionen Euro mehr jetzt da irgendwie so ein Tohuwabohu zu machen, Lewandowski auch, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber mag ich nicht. Die verdienen so viel Geld und die haben ausgesorgt bis 3 Generationen weiter. Weiß ich nicht, was das soll. Aber im Endeffekt ist es deren Bier, sollen sie das machen. Und ich bin eh kein Bayern-Fan, von daher finde ich das nicht fair, wenn da ein bisschen Unruhe drin ist. Leon, dann sage ich vielen, vielen Dank. Bis gern nochmal Danke. hier gesehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Absolut, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und wir verfolgen natürlich deinen Werdegang, verfolgen den Wuppertaler SV. Nochmal, liebe Leute, macht das Stadion voll, spätestens zum Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiß Essen. Die Jungs brauchen euch. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen und hören uns und wünschen dir viel, viel Glück für die Zukunft. Danke. Danke, ciao, ciao. Ach, eine Sache haben wir noch. Jetzt spielen wir noch das Interview ab, was ich gestern nach dem Spiel noch mit Jan Wellers geführt habe. Und danach sehen wir uns im weiteren Stream. Liebe Leute, kommt gut durch die Woche. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag, 20 Uhr. Ciao, ciao. Der VfB Homberg gewinnt also aus in der Brotenburg 4 zu 0 beim KFC Uerdingen. Jan Wellers jetzt hier, Torschütze zum 4 zu 0. Hi. Wie fühlt sich das an? Ja, erstmal hier überragende Kulisse, geiles Stadion. Ich glaube, wenn es voll gewesen wäre, dann wäre es nochmal geil. Aber die 2000 hat man gesehen, was sie für eine Stimmung machen können. Der Mannschaft ein Riesenkompliment, was wir hier abgeleistet haben heute. 4-0 in der Rotenburg. Chapeau, gut ab vor der Mannschaft. Ich glaube, verdienter Sieg. 4-0 auch bei der Höhe. Verrat uns nochmal, wie habt ihr das gemacht? Also man muss sich vorstellen, ihr seid bereits abgestiegen, leider Gottes aus der Regionalliga. Dann kommt man hier hin, findet eine tolle Kulisse vor, wie du es auch gerade gesagt hast, aber da spielt ja trotzdem der Kopf eine Rolle. Wie kann man sich dann motivieren, beziehungsweise was hat der Trainer vielleicht im Vorfeld mitgegeben? Ja, der Trainer hat gesagt, wir sollen Spaß haben. Das geht auch schon die ganze Saison so. Klar, jetzt hier auf dem Teppich muss man auch mal dazu sagen, man hat gesehen, wir können zocken. Wir wollen Champions League reif. Champions League reif, wir können zocken, wir wollen zocken. Und ja, das hat uns heute vielleicht so ein bisschen auch in die Karten gespielt. Und wie gesagt, jeder Einzelne wollte heute sich beweisen nochmal. Die letzten Spiele sind auch dazu da, um nochmal Gas zu geben und sich auf seine Art und Weise zu präsentieren und auch für einen neuen Verein sich zu präsentieren. Hat man definitiv heute auch gesehen, also hätten ja sogar noch mehr Tore sein können, mit Verlauf, also Verlauf natürlich für den KFC Uerdingen, aber du hast gerade schon angesprochen, jetzt die nächsten Spiele noch, was hat man sich so generell vorgenommen? Steht der Spaß im Vordergrund oder ist es dann wirklich so, wie du gerade sagtest, neue Vereine empfehlen, beziehungsweise auch vielleicht für die aktuelle Mannschaft dann auch für die neue Saison schon so ein bisschen sich zu finden? Regionalliga zu spielen. Man weiß es nicht, aber ja, wie gesagt, an erster Stelle sollte immer der Spaß im Vordergrund stehen und dann kannst du 100% von deiner Leistung abrufen und der Rest kommt von alleine. Ja, und die letzten Spiele.
maximale Punkte, das ist doch klar. Dann wünschen wir auf jeden Fall viel Glück dabei und vielen Dank.